Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier das angefangen vollzubauen. Wir haben hier oben unser Magnetfeldsystem aufgebaut, was jetzt schon wieder voll Akkus hat. Schau, wir haben 33.000 gespeicherten Strom. Wir produzieren 1.000, brauchen gerade nur 360 aktuell. Das ist natürlich schon heavy. Der ist auch schon fast leer. Ist natürlich perfekt, wenn der leer wird. Die müssen natürlich jetzt nachliefern. So, neue Handelsroute. Geben wir zu. Das ist brutal, wie viel wir hier mittlerweile haben. Aber wächst überall schon grün. Das ist so schön. Schau mal, überwächst grün. Wir bauen mal hier nochmal so ein kleines, eine kleine Mülldeponie irgendwo hin. Dann können die nicht die ganzen Mülle, die sie hier aufgelegt haben, eintauschen. Wir haben jetzt ja natürlich hier auch schon was hingesetzt noch. So, aber hier tun wir nur 2,1 produzieren. Keine 2,5, aber 2 ist auch in Ordnung. Die machen 2,5. Das Akte ist natürlich, dass hier so das Hauptzielgebiet. Jetzt haben wir schon nur noch 0,8 und das kriegen wir natürlich mit den anderen auch noch hin. Dann können wir noch einen hier oben bauen und dann hat sich das Ganze erledigt. Jetzt lassen wir aber erstmal den einen hier fertig bauen. Weil es sind ja noch zwei hier, die eigentlich fertig gebaut werden müssen und die warten alle auf Metall noch. Kernwärmegenerator. Komplett unnötig mittlerweile, weil wir haben natürlich schon ein hohes Level erreicht. Was uns interessiert, ich glaube, es gibt schon wieder neue Mal. Genau. Vegetation erhöhen, Expedition aussenden, schicken. Und dann können die nicht anfangen, ihn zu befüllen mit dem ganzen Zeug, was er braucht. Weil wir eh 9000 auf Lager. Vielleicht sollten wir noch ein Saatgutlager am Flughafen bauen. Anstatt dem hier errichten wir ein elektronisches Saatgutlager. Jetzt können sie eben mittlerweile so viel sammeln, wie sie wollen. Wir haben hier zwei volle Lager. Die müssen es dann nur noch fertig bauen, aber wir haben immer noch viel. Wie viel wir einfach haben, es ist so brutal. So, dann schicken wir noch ein paar Passagiere nach unten. Keine Spezialisierung. Starten. Können wir noch eine schicken? Ne, keine in der engeren Auswahl leider. Aber wir haben allein 100 Einwohner mittlerweile hier, das ist Wahnsinn. Es bräuchte echt einen eigenen Start- und Landeplatz, würde ich sagen. Und ich hätte auch schon einen Plan, wo. Wie, jetzt ist es geschafft. Eigentlich wollte ich nur das Ebene ein bisschen kleiner machen. Wie war denn das jetzt? Hier geht kein Wasser mehr weg. Das ist so brutal. Einfach kein Wasser. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo ein Backlog mal erstellen, noch ein größeres. Ich überlege gerade, ob ich hier so ein bisschen planiere und dann hier so ein Backlog noch einbaue. Ist ja schon fertig. Das ging flott. Dann machen wir das aber hier auch mal. Das machen die so schnell, das ist brutal. Ebenen. Das ist jetzt Gothic Dome. Auch nicht schlecht. Der Gothic Dome, der neue Film, jetzt im Kino.
So. Natürlich, die Maschinen fressen das jetzt wie irre. Und wir könnten die noch upgraden, die sind noch nicht mal auf voller Leistung. So. Ah, schau, der ist auch schon fertig. Zählt nur noch der letzte Kollege. Und dafür müssen sie natürlich einiges an Eisen jetzt liefern. Damit der gebohrt werden kann. Das kleine Ding hier, atmosphärische Effekte minus 50%, dann bringt er nur noch 1,2, der kann abgebohrt werden. Den braucht keiner mehr. Das ist so wunderschön einfach. Automatisierte Ding ist fertig. Dann fangen wir jetzt einfach mal unten nochmal an, oder? Tun wir langsam von unten nach oben aufräumen, würde ich sagen. Weil die werden eh in einmal durcherledigt. Schau mal, pro Soll sollen wir mehr kriegen. Ach, schau mal, ich kann die nächsten Bewohner landen. Da schauen wir uns erstmal hier an unsere Flachstelle, denn hier sollen die Landeflächen entstehen. Unebenes Terrain, Leute, das ist uneben. Wer hat hier geebnet? Das müssen sie jetzt schnell fertig bauen. Ich will jetzt nicht auch 1-2 Landeplattformen jederzeit zur Verfügung haben. Immerhin ist das jetzt unsere Hauptdinger. Jetzt können wir sie hier runterlassen. Das ist natürlich praktisch, wenn wir 1-2 große Plattformen haben einfach. Genau, neue Kolonisten. Die freuen sich auch schon wahrscheinlich hier zu arbeiten. Ja, rundum besetzt, auch rundum besetzt, auch rundum besetzt. Hier fehlt eine Schicht noch. Der große Lebensmittelladen kann jetzt wahrscheinlich auch täglich geöffnet werden. Wie schaut's aus? Das Hotel wird mittlerweile wieder verlassen, weil die Touristen abreisen. Hier arbeiten sie auch dauerhaft, das ist super. Die Schule ist auch... Oh, die Schule ist gestopft voll. Hier arbeiten sie auch schon. Ich schicke ihnen jetzt Dauerschichten nur rein. Weil ich fände es natürlich toll, wenn wir mehr vor Ort produzieren könnten. So, der ist auch fertig. Jetzt haben wir 0,0. Und jetzt kommt noch mal kurz einer dazu, ein Magnetfeldgenerator, der sich hier befindet. Mit einem Stromkabel von hier nach hier. Einen kleinen Müllhall bräuchten wir vielleicht doch noch hier. Das wäre vielleicht doch gar nicht so doof, eine kleine Deponie wenigstens hier anbringen. Maßbeben, Gebäude beschädigt, okay. Ja, das sollte sich schnell wieder erledigt haben. Aber wo habe ich nochmal die grünen Flächenmaschinen hingebaut? Ah, hierhin, ich sehe schon. Entfernen, 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 entfernen und entfernen. So.
Die kriegen jetzt alle mal Gras. Und zwei kriegen Büsche. Und einer kriegt Mischwald. Es ist hier schon extrem grün geworden außenrum. Das darf man natürlich nicht verneinen. Haben wir schon wieder Missionen bekommen zufällig? Ne, die Mission wird noch ausgeführt. Okay. Wir können natürlich nicht schneller sein wie das Spiel in dem Fall. Das geht leider nicht. Was wir aber jetzt hier auch brauchen, um das Ganze zu verarbeiten, ist diesen Gesteinsabfall. Gerätchen. Die müssen jetzt hier in Masse auch noch her. Weil wir brauchen die Gesteine nicht mehr. Die müssen jetzt die hier fertig füttern. Ganz simpel. Der macht hier viel, der kriegt jetzt von mir nochmal ein paar dazu. Der wird wahrscheinlich auch einen großen Teil machen. Du hebst auf jeden Fall ab, weil du hast die ganzen Besucher dabei. Wir machen 756 Millionen haben wir auf die gemacht und wir haben die 100 Milliarden gesprengt. Holy shit. Research complete. Riesige Nutzpflanzen, das ist doch geil. Und ich würde mal sagen, offene Farm. Resources are low. Ich bringe hier eine große Farm an. Hier kommt eine Stromversorgung hin und natürlich eine Flüssigkeitsversorgung. So, lange schon niedrig. Oh ja, das ist echt niedrig. Schicken wir mal wieder ein paar nach. 200 und vom Polymer vielleicht auch gleich nochmal 200 nachschicken. Funding received. Research complete. Landschaftswunder, das ging jetzt. Das geht sehr, sehr flott jetzt. Als nächstes sind die dran dann. Ach, da machen wir 11.000 Forschung. Das ist schon brutal. Colonist has died. Oh je, no. Wie schaut's bei ihm aus? Ja, langsam wird's. So, okay. Die werden jetzt natürlich auf Voll-Upgrade gemacht. Und sollen hier erstmal alles wegverbrutzeln, was wir haben. Kann ich hier draufklicken irgendwo und sagen, wie das Netz hier ausschaut? Gesamtbedarf, oh, fast am Limit, okay. Das Tolle ist, wir können ja die hier mittlerweile einfach... Die brauchen 20 Strom. Die können wir vernichten. Die brauchen jeweils 5 Strom nur. Schau, was alles drin ist. So viele Ressourcen kriege ich dadurch jetzt natürlich auch noch. Die fressen jetzt hoffentlich richtig ordentlich. Ist einer schon ordentlich geupgradet? Nee, noch nicht leider. Aber gleich bestimmt. 4,4, das sollte uns hoffentlich reichen, um die Berge in einem ordentlichen Tempo abzuarbeiten. Marsianische Patente.
Schau mal, können wir nochmal neue Passagiere besorgen? Nur 17. Schade. Filter, wir tun mal die Filter zurücksetzen. Und starten zwei Raketen. Spezialprojekt abgeschossen. Vegetation verbreiten. Wir sind bei 75%. So wollen wir das. Und nicht anders. Mit keinem Wasserfahrzeuge verbunden? Achso, warte mal, ich habe das Ding nicht fertig gebaut. Ups. Das war dumm. Der kriegt von mir jetzt diese... Research complete. Verbesserung der Bodenqualität 30. Weizen ist super. Verschlechterung der Bodenqualität um 20. Durchschnittlich in Reichweite 95%, höchstens 100%, Ernährung 0, Saatgut 0. Ach, schaut euch mal das Gebiet an, es ist langsam wird's schon. Hier wird's alles grün. Wie schaut's mit unserem Testprojekt aus? Ah, ich glaube, die haben einiges zu tun noch. Vor allem fressen die sich jetzt so endlich mal durch den ganzen magnetische Extraktion. Upgrade für Extraktoren, magnetische Extraktion. Jetzt kann ich aber viel wieder freischalten. Schauen wir mal, 11.000, 13.000 in der Produktion, holy shit. So, schauen wir mal, das sind jetzt die neuen Leute, die hier ankommen. Dann sollte ich jetzt hier auch langsam was bekommen. Neue Mitarbeiter. Lagerraum ist voll. Der Lagerraum für Maschinenteile ist voll. Das ist ja was Interessantes. Depot für Maschinenteile. Dann können wir alle rausholen. Dann sollte das Problem erledigt sein. Was hier? Das Gebäude hat eine Fehlfunktion. Wo sind die Drohnen mit den Zeug dazu? Achso, das wird noch geliefert. Research complete. Mikroherstellung, auch schon erledigt. Hawking oder Maschinenteilefabrik, was hat sie jetzt schon wieder? Offene Farm hat auch ein Problem. Was denn jetzt schon wieder? Die Anlage hat eine Fehlfunktion, aha. Sollte jetzt hoffentlich kein großes Problem sein für uns. Marsianische Patente. Die haben teilweise keine Ressourcen mehr. Haben wir keine mehr? Wir haben doch noch genügend. Warum kommt denn da nichts? Vielleicht sollten wir mal eine Zentrale auch nochmal bauen für alles Mögliche. Hier, wie war das? Die Produktion ist mittlerweile auch schon ein bisschen... Aber wenn wir hier oben eh schon so alles Mögliche machen,
Können wir nicht sagen, wir hätten hier gerne eine Wunschmenge von 90 auf Lager. Dann würden die uns das doch sicher liefern, oder? Also irgendwann sollte mindestens einer von diesen Drohnen mal losfahren. Fliegt irgendwann mal hoch und bringt das denen? Weil wir verbrauchen immer noch nur 800. Und jetzt habe ich natürlich die Idee. Ist zwar vielleicht doof, von da aus loszuschicken, aber warum nicht? Wenn wir von hier einen Drohnen-Riesen-Hub bauen. Der braucht 10 Strom. Davon könnte ich 10 Stück bauen aktuell. Und ich könnte immer noch das Strom erweitern, das Stromnetz. So. Damit können die doch bestimmt was machen. Vor allem, wenn die Drohnen sich schon so drüber freuen, dass sie mehr Leute kriegen. So, wir können 3 Shuttles schon mal abheben lassen. Shuttle Hub. Funding received. Warum funktioniert das nicht? Das funktioniert doch. Dachte, ihr habt bloß einen Schaden oder so wahrscheinlich. Complete. Ja, dass die Shuttle-Hubs noch nicht haben, ist alles normal. Bloß je mehr Shuttles wir haben, desto besser ist natürlich die Funktionalität hier. Wir müssen die Shuttles fertig machen, dass da genug sind. Ja, das heißt, es ist global schon mal ein Mittel. Das ist schon mal positiv. Da kommt. Was fehlt denn hier noch? Polymer ein bisschen. Noch weitere 3 brauchen wir natürlich hier. Sobald die Auslagerung auf niedrig ist, bin ich happy. Weil aktuell ist natürlich auch hier ein großer Punkt. Also genau darauf müssen sie auch ausgelegt sein. Globaler Last gering, das ist super. Fliegend 102. No active research. Research complete. Holy shit, was? Ich habe keine Forschung mehr. What? Also schauen wir uns das mal an, aber schaut so aus, als ob das gleich alles voll abgeht. Hier fliegen jetzt schon alle 6. Vorteil ist natürlich, wenn die fliegen, wir haben echt so gute Abdeckung dann. Oh, schon. Maßbeben. 3 allein beschädigte Gebäude hier oben. Lagerbestand niedrig. Alles nachbestellen. Das geht ja eh zum Glück relativ flott.
Aber natürlich mit den Dingern habe ich aktuell einen ordentlichen problematische Sache. Ich finde es schade, dass wir nicht sagen, was kaputt gegangen ist. Vorteil ist, ne, der Hüllenbruch ist jetzt nicht mehr so schlimm. We have a delivery on the space elevator. Wie schaut's aktuell aus? Holographischer Scan ist fertig. Da kriegen die jetzt langsam einfach alles nacheinander reingeworfen. So, nächste Mission haben wir auch schon wieder hier. Expedition aussenden. Dann sind wir fast schon durch. Das ist Wahnsinn. Ich würde jetzt gerne schon Passagierrakete filtern. Wir sagen natürlich, okay, spezialisierungsmäßig hätte ich am liebsten dich und dich hier. Und es sind aber nur noch Touristen. Ach, weil sie... Oh. Wenn ich jetzt Touristen auf Ausschalte, anwenden, starten wir mal die durch. Wir können dann direkt ja noch zwei starten, die den Filter wieder draußen haben. Macht ja auch nichts aus. Schaut so den Kindergarten aus. Die Schule ist voll ausgelastet und genauso die Mars-Universität. Holy shit. Lagerraum ist voll. Dann machen wir nochmal zwei Lagereinheiten. Einmal für Elektronikteile. Und einmal für Maschinenteile. Jetzt bauen wir noch hier in die Halle 2 Senioren oder Seniorenheim die Gebiete rein. Und daneben brauchen wir dann nochmal eine Schule. Und noch eine Mars-Universität. Und vielleicht noch eine Kindertagesstätte einfach daneben. So, aber da haben wir jetzt, wie viel sind 225 schon? Holy shit. Mars Novo. Langsam wird's nicht immer heftiger. Hochleistung. Die Frachtkapazität von Shuttle wird um 3 erhöht. Das tun wir vielleicht sogar nochmal vorschieben, hä? Huh? Ist gar nicht doof hier. Fusionsgenerator, Fusionsupgrade, Selbstregler, verringert Anzahl an Arbeitern. Kompakte Handels. Die maximale Anzahl an Shuttles, die in der Shuttle Up bewerben können, wird um 6 erhöht. Holy shit. Das ist heavy. Marsianisches Netzwerk. Ach, die Patente kann ich immer wieder forschen. Ha. Das ist natürlich schlau. Achso, ja, die Edelmetallextraktoren können wir natürlich jetzt alle vernichten. Die letzten Ruinen. Jetzt braucht er natürlich einen Stromanschluss wieder. Mitten im Wald hier oben schon drin. Wie schaut es hier unten aus? Ah, langsam wird es grün. Es dauert zwar Ewigkeiten, aber es wird langsam grün. Also jetzt können wir hier schon mal abbrechen. Wenn ich schon so sehe, dann wird langsam hier alles verschwinden. Ja, gering.
Transitmetz den letzten Zoll 0. Ah, Fracht wird viel transportiert. Ah ja, genau, ich wollte die Kollegen hier unten abliefern. So, alle mal zur Landung ansetzen. So, runter mit euch. Ich glaube, die Kapsel ist trotzdem noch nicht ausgelastet. Kolonisten. Holy shit, immer noch viel. Dich kann ich jetzt eigentlich auch abreißen. Du bist hier unten unnötig. Schau, wie viel Metall da rauskommt. Holy shit. Schaut so, als ob die Akkus leer gehen. Stromlauf ist gesunken. Okay, ja, ich habe das gerade von 100 runtergenommen. Research complete. Phoenix-Projekt wurde abgeschlossen. Also die Forschung zieht jetzt durch, das ist der Wahnsinn. Danach können wir die dann bauen. Entwickelte Bürsten, lizenziert marsianische Urheberrecht für die Benutzung auf der Erde, erhält eine Höhe von 2 Millionen. Oh, schick. Ich schaue gerade, was es noch so gibt. Nukleares Forschen. Pensionsalter durch Tod wird deutlich erhöht. Morpheus-Projekt. Irgendwie habe ich da drauf jetzt Bock dann auch noch. Ah, nicht wirklich viel schon gemacht. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben in der Folge wieder viel geschafft. Wir haben unsere riesige Ortschaft vergrößert. Es läuft langsam alles. Und langsam sind wir eine Großstadt. Also Leute, ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.